Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Mass Effect Andromeda. Ja, tote Leute, da müssen wir mal gucken. Achso, wir haben hier noch das Optional-Ziel, das hatte wir ja nicht gespeichert beim letzten Mal, okay. Gute Sache, werden wir gleich erledigen. Vorher werfen wir aber nochmal einen Blick in den Codex Andromeda-Spezies. Was? Unbekannte Spezies? Fehler 7737, Verbindung zu Samkern unterbrochen. Bitte stellen Sie Verbindung wieder her, um eine detaillierte Analyse zu erhalten. Flora und Fauna. Okay, schauen wir mal rein. Der Manta. Okay, da können wir auch noch nichts machen. Gut, ist halt so. Technologie wollten wir uns heute mal ein bisschen angucken. Erkundungswerkzeuge, Geräte zur Vermessung, Untersuchung und Kartografierung einer neuen Galaxie. Der Scanner zum Beispiel. Die Planetenerkundung, vor allem zum Zweck der potenziellen Besiedlung, erfordert gründliche Scans. Bisher bestand aber kaum Veranlassung zur Verbesserung der bestehenden planetaren Scanner. Bei ihrer Suche nach einer Lösung für ihre Pathfinder arbeitet die Andromeda-Initiative mit von Geth-Plattform geborgener Hardware und von der salarianischen STG entwickelte Software. Unterstützt durch künstliche Intelligenz entwickelten Wissenschaftler der Initiative ein schnelles, präzises System zur Probeanalyse mit dem Codenamen Panoptes. Durch die Verlinkung mit der Quantenrechenleistung einer KI, die mehrere Analyse- und Prognosemodelle pro Sekunde erstellen kann, bauten sie einen an ein Universalwerkzeug montierten Scanner, der verlässliche Erkundungen in wenigen Augenblicken erstellt und nicht wie bisher Wochen braucht. So, das Mikro ganz kurz korrigiert, sorry Leute. Für einen typischen Scan benutzt das Panoptes-System ein Massenspektrometer mit Übertragungsbeschleuniger MASYB. Geil, danke für diese Abkürzung. Es erstellt einen Schnappschuss der Komponenten des Atomgewichts und der Radioaktivität eines Objekts und ermöglicht mir dadurch eine gründlichere Analyse. Bei biologischen Materialien schaltet das Panoptes-System auf ein Elektrospray-Ionisationssystem um, damit Pflanzen oder Tiere gescannt werden können, ohne Strahlungsschäden zu verursachen. Jetpacks, wuhu! Ja, gut. Verbindung unterbrochen zum Sam immer noch. Jetpacks waren früher den Spezialeinheiten der Turianer vorbehalten, aber auch die Panzerung der Initiative sind standardmäßig damit ausgestattet. Der Nutzer kann damit extrem hoch springen oder einige Sekunden lang schweben. Alle Kolonisten müssen den Umgang damit erlernen, damit sie Raubtieren oder Umweltgefahren ausweichen, Ressourcen beschaffen oder Wartungsarbeiten in großer Höhe sicher durchführen können. Ich mag Jetpacks in jeglicher Form, Sprungdüsen. Top. Die Jetpacks selbst bestehen aus Helium-3-Mikrotriebwerk mit Wolfram-Hafnium-Carbid-Hülle. Ein gyroskopischer Element-Zero-Kern sorgt für die Orientierung des Nutzers im Flug und reduziert beim Schweben seine Masse, um den Treibstoffverbrauch niedrig zu halten. Fest einprogrammierte Sicherheitsroutinen verhindern den Dauerbetrieb, durch den es zu Verletzungen oder zum Durchbrennen des Geräts kommen könnte. Helium-3-Triebwerke nicht für den atmosphärischen Gebrauch geeignet, denke ich. Ne? Zu wenig Rückstoßmasse. Technologie, verwendbare Ressourcen. Okay, obwohl die Ausrüstung und Waffen der Andromeda-Initiative auf eine möglichst hohe Vielseitigkeit ausgelegt sind, treten manchmal außergewöhnliche Umstände auf. Pathfinder und Erkundungseinheiten greifen deshalb häufig auf unorthodoxe Ressourcen zurück, um unter feindseligen Bedingungen überleben zu können. Adrenalin ist die inoffizielle Bezeichnung für den Prototypen eines Universalgel-USD-Pakets. Wird es verwendet, umgeht es die Sicherheitssysteme eines Universalwerkzeugs, um durch Mikrofabrikation neue Kühlkörper herzustellen und die Panzerung des Benutzers vorübergehend deutlich zu stärken. Ein Schildkondensator übertaktet die Schilde eines Benutzers, wodurch sie augenblicklich ihre volle Leistung erreichen und verstärkt werden. Diese Verstärkung ist jedoch instabil und hält nur so lange an, bis der Schild durchbrochen wird. Ein Lebenserhaltungspack verbessert die Umweltmanagementsysteme des Kampfanzugs eines Benutzers und erlaubt es ihm somit, länger unter gefährlichen Bedingungen zu operieren. Pakete mit Spezialmunition fügen einer Waffe unterschiedliche Effekte hinzu. Brandmunition überzieht Projektile im Moment des Abfeuerns mit einer Thermitpaste, die an Panzerung haftet und sich durch sie hindurchbrennt. Kryomunition nutzt ein Bose-Einstein-Kondensator, um Gegner einzufrieren und zu verlangsamen. Disruptor-Munition lädt Projektile elektrisch auf, sodass Systeme gegnerischer Kampfanzüge beschädigen. Okay, gut, also hier haben wir schon mal so ein paar nette Hinweise darauf, was möglich sein wird. Das Cobra-Raketenwerfer-Paket nutzt eine instabile Universalgel-Verbindung, um kurzlebige, aber extrem gefährliche Projektile anzufertigen. Sie werden mit einem Universalwerkzeug abgefeuert und besitzen dieselbe Sprengkraft wie ein tragbarer Raketenwerfer. Okay. Universalwerkzeuge, na klar.
Universalwerkzeuge sind Handgeräte, die eine Kombination aus Mikrocomputer, Analyse, Sensor und Fertigkeit und Fertigungswerkzeug darstellen. Die vielseitigen und verlässlichen Geräte können die Funktionalität der meisten Standardausrüstung, darunter auch Waffen und Panzerung, aus der Distanz analysieren und beeinflussen. Das holographische haptische Interface dient auch zur Kommunikation. Mit ausreichend Universalgel oder anderen Rohmaterialien, üblicherweise geborgene leichte Legierungen, Kunststoffe oder Keramik, kann das Fabrikationsmodul eines Universalwerkzeugs dreidimensionale Objekte herstellen oder im Notfall Anzüge flicken. Das ermöglicht schnelle Reparaturen oder Modifikationen im Feld. Die Universalwerkzeuge der Andromeda-Initiative sind verlässlich und recyceln effizient diverse Materialien. Das Design der Pathfinder-Geräte orientiert sich an den Modellen des salarianischen Geheimdienstes mit verbesserten Mikrocomputer und verzögerungsfreien Scans und KI verzögerungsfreie Scans und KI-Unterstützung zu ermöglichen. Okay. Tech und Biotik, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Wir wollen hier erstmal ein bisschen was tun. Planetare Realität, Fischer beschützen haben wir geschafft. Der toten Alien-Scan, Shuttle, Wrack nach Vorräten durchsuche und immer noch weitere Mitglieder finden. Ja, und ich habe mal geguckt, es gibt tatsächlich keine Tasse, mit der man sich ducken kann. Also muss ich mal noch gucken, auf jeden Fall, wie das Deckungssystem. Well, I don't have Sam here, but I can try to make sense of it. They're DNA-based, and their armor reads as some kind of bone. But the genetics are all over the map. Ah, I guess life took a different turn here, huh? Ja, da muss ich mal gucken. I hope the other team's okay. We'll find them. But we might want to scout around first. You're the recon specialist. Point the way. Right. Looks like you knew how to handle a gun back there. Spent time with an Alliance peacekeeping force. So, wir nehmen einfach alles mit, ne? Schildkonsensoren, Brandmunition. Haben wir ja gerade gelesen, wozu es gut ist. So, dann gucken wir uns hier natürlich noch ein bisschen um. Hier gibt es irgendwie Munition, ne? Die scheinen wir automatisch, da habt ihr gerade gesehen. Der blaue Balken links bei Munition ist einer verschwunden. Scheinen wir also automatisch mitzunehmen. Okay. Hier haben wir gerade irgendwas, ich weiß nicht, wofür diese Ressource steht, aufgenommen. Autsch, ich brenne. Ich brenne nicht. Okay, ich brenne nicht. Cool. Ich würde hier gerne noch ein bisschen irgendwie reingucken in das Wrack, das geht aber nicht. Also hier haben wir irgendwie, was ist das Hinterteil? Das hier sieht aus wie ein Antrieb, ne? Das hier ist, oh, ich kann doch brennen. Das hier sehen aus wie die Düsen, also hier wahrscheinlich das Heck des Shuttles gefunden. Okay, hier kann man hochklettern auf jeden Fall. Ich weiß halt nur noch nicht wozu. Oh! Eine Mega-Blitzentladung. Irgendjemand hat hier auch geschrieben gerade. Muss ich gleich noch mal gucken. Okay, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte nur so einen einfachen Zoom haben irgendwie. Dann gibt es einen nur mit Waffe, wie es aussieht. Nicht so eine Struktur, ne, direkt über meinem Kopf. Die sollten wir uns auf jeden Fall mal angucken bei Gelegenheit. Ich guck mal, ob ich hier mit Fischer reden kann nochmal. Ist okay, Fischi? Geht's? Ja, dem geht's gut. Alles klar. So, dann haben wir jetzt die Wahl, entweder hier so sie rechts lang zu gehen oder hier links lang. Hier hinten scheint es gar nichts zu geben. Schade. Ja, man kann die Landung leider nicht abbremsen mit seinem Jetpack. Das wäre ganz cool, wenn man aus großer Höhe runterstürzt. Einfach so ein kurzer Schub. Aber man kann halt die Schublänge nicht regulieren. Er hat immer eine einheitliche Schublänge hier. Oh, da sind Gegner. Ist das Kirkland? Schlagen den auf, ne? Alter, wie scheiße schieße ich denn?
They want to fight! We'll give it to them! Sieht auch nicht so aus, als wenn ich hier eine gute Trefferquote hätte gerade, oder? Die Waffe echt so wenig Schaden. Oder schieße ich echt so kacke? Ich meine, mein Fadenkreuz ist auf dem drauf. Trotzdem treffen wir relativ schlecht, wie es aussieht. That's the last of them. Okay. I can't believe we're doing this. The Cubs will make it. So, hier diese Strukturen wollte ich hier eigentlich scannen. Die machen aber gar nichts. So ist ein Parkland. Parkland? No vital signs. Just shot him in cold blood. He was trying to surrender. Why kill him? Would we treat them any different if they showed up on Earth, armed to the teeth? Maybe not. Peace isn't going to be an option here. Na geil. Hätten wir Kirkland retten können? We'll come back for his body once we find the others. Hope Greer's still alive somewhere. Still, take a look at this architecture. This is really something. Ja, in der Tat, da drum gibt's Überreste. Ich wollte mal gucken gerade hier. Das Waffenrad. Ach, wir haben auch ein Gewehr. Ja, gut zu wissen. Das haben wir wahrscheinlich gerade Kirkland abgenommen, oder? Also mit so einem Gewehr schießt sich natürlich wesentlich angenehmer irgendwie. Was haben wir denn da Schönes? Okay, now this is weird. Even with these readings, I have no idea what it does. Just imagine the mind that invented it. If that's even possible. Evolution separated from ours by 2 million light years. Spooky when you put it that way. Ich kann draufklettern, jo, aber ansonsten scheint das Ding nichts zu machen. Never seen anything like it. Looks to be at least 3 or 4 centuries old. The Ox left 600 years ago, right? Yeah. Our long-range scans wouldn't have shown this. These structures, that tower, maybe none of it was here when we left the Milky Way. Drei bis 400 Jahre nur? Okay, das ist wirklich nur, wir waren ja 600 Jahre unterwegs. Also ist das wirklich relativ neu. Was haben wir denn da? Kirkland, das ist Kirkland. Status kein Lebenszeichen, schweres ballistisches Trauma. Okay, die haben ihn also erschossen. Ich habe keinen Schuss gehört. Ich konnte auch nicht genau sehen, was sie mit ihm gemacht haben. Da gibt es noch ein paar Überreste. Hier ist dieses Tor. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir dann hier weitergehen sollen oder erstmal in die andere Richtung. Pistole Zielfernrohr, okay. Ein einfaches Einfaches optisches Zielfernrohr zur Verbesserung der Stabilität beim Zoom erhöht außerdem die Präzision bei Verwendung in der Bewegung. Zielfernrohr, dann heißt es wahrscheinlich nicht Zielfernrohr, sondern es ist irgendwie ein anderes, weiß ich nicht. Waffenmod. Wir können ja mal ins Inventar gucken, haben wir nicht verfügbar. Alles klar. Ach, hier ist die Karte. Alien-Bauwerk, okay, ja, dann, also hier geht's noch weiter, ne, und da drüben ist halt dieses Alien-Bauwerk, das wäre dann der andere Pfad, mit dem wir lang schleichen könnten, denke ich. Und dann gehen wir vielleicht erstmal da lang. Ich weiß halt nicht, wo es hier eigentlich weitergeht. Greer finden. Dort lang. Okay, dann sollten wir uns vielleicht echt erst hier hinten umsehen. Hier so richtig krasse Entladungen. Irgendwie. Ja, dann vermute ich, dass es hier hinter gar nicht weitergeht. Ne? Was war das? Jo. Hell's that? There, watch out! What is this thing? I think it wants to eat us! Okay, es wird uns essen, aber dann unternimm doch mal was.
was. How did Cloak like that? So, Sam is offline, okay. Okay, hier möchte uns also alles fressen scheinbar. Wie sieht denn hier die Karte eigentlich aus? Achso, Greer ist da hinten und da können wir uns dann auf zwei Wegen. Ja, dann gehen wir erstmal dieses Alien-Bauwerk hier untersuchen. Jetzt doch. Ich weiß, ich kann mich immer nicht entscheiden. Ja, verwirrend hier. Upsi. Wenn ich natürlich frei speichern könnte, wäre das für mich ein bisschen angenehmer. Weil ich dann halt, wenn ich irgendwo reinstolper, ne, wo ich dann nicht mehr zurück kann, einfach nochmal laden könnte. Wenn ich jetzt zum Beispiel Greer übersehen würde oder sowas. Vielleicht hier ein Alien-Bauwerk oder so. Aber da man hier halt immer noch nicht frei speichern kann, finde ich das ein bisschen nervig. Hier soll es irgendwo. Oh. Achso, nee, ist dann. Wo denn? Guckst du hin, Junge? Meint er hier die Trümmer oder was? Ach, da. Da ist Ausrüstung. Jetzt bleibt er nicht hier hin. Atmosphäre-Analysator. Gut. Der atmospherische Sensor ist still working. Let me guess. It says don't breathe the air. Yeah, but no sign of industrial pollutants. That's not what killed this place. And no radioactive isotopes either. So nobody nukes the place. Okay, was stimmt da mit der Atmosphäre nicht? Einfach nur zu wenig Sauerstoff oder was? Ich meine eigentlich, wenn wir das als Habitat für uns ausgesucht hatten, sollte das Ding ja unbewohnt sein. Ja, da ist noch so ein Alien-Bauwerk. Was ist los? Achso, er ist hier hochgesprungen. Da drüben bei den Pilzen gibt es auch nichts. Ja. Ich wünschte, das wäre nicht so fummelig mit der Steuerung. Was höre ich? Oh, hier gibt's Gegner. Wo sind die? Watch it, more of our friends. Dort in der Richtung irgendwo. Da unten. Take him out! On it! Geil. Bisschen schlechte Sicht hier über diesen Stein. Bisschen sehr schlechte Sicht gerade über den Stein. Uns einen guten Treffer angefangen, eingefangen von dem da hinten links, denke ich, ne? So, Schild ist wieder da, sehr schön. Ja, da links versucht uns einer zu flankieren. Ich versuche erstmal den hier auszuschalten, da haben wir einen weniger. That was the last one. We're clear. Okay. First species we meet and it's out for blood. Not if we don't give it to them. So, wo sind wir denn hier auf der Karte? Wir nähern uns langsam. Hier links muss dieses Alien-Bauwerk sein. Was? Ich kann gar nicht mein Jetpack benutzen, wenn ich im Scanner-Modus bin. Okay.
Es gibt ja keine brauchbare Ausrüstung mehr. Das sieht doch alles noch relativ intakt aus. So, da oben scheint es aber auch nicht mehr. Wo kommt das denn her? Wurde ich ja einfach nur vom Blitz getroffen? Ich vermute ja. Ich hoffe, ich sterbe nicht daran. Weil ich noch keine Ahnung habe, wie man sich heilt. So, dann schauen wir mal darunter zu diesem Alien-Bauwerk, wo unsere neuen Freunde sich halt eingenistet hatten. Das Problem ist, es blitzt halt überall. So, können wir hier irgendwie noch Überreste scannen oder sowas? Hier müssten noch welche liegen, oder? Oh, was haben wir hier? Da haben wir wieder so ein Terminal. Es ist gerade erst herausgekommen, da war doch eben nur so eine Bodenplatte, oder? Also die Technologie sieht schon einigermaßen mysteriös aus. Hier müssten doch eigentlich Gegner hinterliegen, dachte ich. Oh, guck mal, wer geht da? Was sehen wir? Graphit und eine Senderoptik. Okay. Ich nehme erstmal alles mit. Ich habe noch keine Ahnung, wozu wir es gebrauchen werden. So, das hier sieht doch wieder aus wie so ein Vor, oder? Ja, hier ist ja so ein Terminal, genau. Das kann ich gar nicht weiter scannen, wie es aussieht. Keine relevanten Daten. Aber wenn es hier hinten auch so ein Terminal gibt. Upsi. Ah, okay. Das erscheint ja immer so. Müssen die ja für irgendwas gut sein, dachte ich. Ja, die wachsen ja tatsächlich dann so aus der Erde, wenn man sich ihnen nähert. Das ist natürlich super schön, dann stauben die nicht ein. So, wir sammeln hier unten diese Punkte. Wo ich noch keine Ahnung habe, wofür die stehen. Oh, was ist das hier? Noch eine unbekannte Technologie. Na super. Ja, wenn wir wüssten, was die Teile hier machen, wäre es natürlich geil. So können wir nicht mal dran rumfummeln. Das macht Geräusche. So können wir nicht mal dran rumfummeln irgendwie. Ein Tank oder sowas mit Druckbehälter? Ich weiß es nicht. Ja, wir können leider auch nicht so hoch springen, dass ich irgendwie hier drin draufkommen würde, ne? Mal sehen, wenn wir so eine Zwischenstation machen, direkt hier oben auf dem Torbogen. Nee. Das scheint nicht so zum eigenen, zum Klettern geeignet zu sein. So, haben wir hier noch irgendwas übersehen? Ja, ein Behälter. SG? Sturmgewehrschaft. Verteilt den Rückstoß über ein System von Gegengewichten und ist mit genetischen Spulengeneratoren kompatibel, verringert man vorhin den Gesamtrückstoß der Waffe. Das ist natürlich nice. Ja, ich kann auch nicht aufs Inventar zugreifen. Ansonsten könnten wir wahrscheinlich schon ein bisschen was einbauen. Hey, look, flares going up over there. Could be our people. I'll mark the nav point. Signalraketen da hinten, alles klar. Gucken wir mal nach. Da ist noch so ein Bauwerk, da ist Greer wahrscheinlich. Und hier drüben müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht nochmal hinkommen irgendwie. Wenn wir Greer gefunden haben. Hier gibt es noch so einen kleinen Nebenweg. Gibt es da was Spannendes? Jemand schießt doch hier, oder? Wreckage ahead.
hier auf. It's the other half of our shuttle. Wollte ich auch gerade sagen. I can't believe we survived this. We're not off. Nanokristallmodule. Okay. Na, sehr schön. Nehmen wir einfach alles mit. Was? Wer bist du denn? It's an ambush! Oh hell, they got the jump on us! Ja, spring doch mal. Ich brauch hier eine Deckung. Careful, they got one of those animals! Watch for cloaking! Oh, da ist irgendwo noch einer, ne? They forced this! Trying to surround us! Keep an eye on your 6 o'clock! And our 2 o'clock! And our 8! Ach du Scheiße. Now who's dead, asshole? Ach du Scheiße, hier geht's gleich richtig ab. Na gut, ist auch der höchste Schwierigkeitsgrad, da kann man das schon mal erwarten. So, da hinten ist noch einer hinter dieser Kiste. Ich hoffe jedenfalls, dass er da ist. Ach nee, hier hinter der Kiste ist er da. Nicht raus und ich traue mich nicht an ihn ran. Ist da was? Habe ich ihn erwischt? Nee, gibt noch. Shit. Dann machen wir es noch. There. We got them all. So. Oh, you're pretty good at this, Ryder. Jim, alles klar? I fought off the occasional raider or two in my day. I used to guard a Mass Effect relay. Wish we'd had one for the Orks. Maybe we should see if there's anything else useful here. Ja, gute Idee. Damit war ich ja gerade beschäftigt. Flugschreiber, echt? Na, gucken wir uns gleich an. Mit gleich meine ich natürlich in der nächsten Folge, Jungs und Mädels. Denn für heute war es das leider schon wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Dann werden wir mal gucken, ob wir Greer hier irgendwo noch finden, vielleicht lebend. Macht's gut und bis dann. Ciao.